Erfindungen werden immer revolutionärer. Virtuelle Tastaturen, Brillen für iPods, Geräte mit eigenen Persönlichkeiten. Close me now. Die neuesten Erfindungen lösen Probleme, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie hatten. Ein Schweizer Messer für $1000. Denkfabriken und Bastler lassen sich die erstaunlichsten Sachen einfallen. Ich rieche förmlich nach Fantasie. Bieten uns die hosentaschengroßen Erfindungen mehr Freiheit oder versklaven sie uns? Von den unverwüstlichen Klassikern der Vergangenheit zu den neuesten digitalen Spielereien. Sehen Sie heute bei Moderne Wunder verrückte Erfindungen. Las Vegas, die Hauptstadt der Spieler. Jedes Jahr im Januar findet hier eine Elektronikmesse statt, die Consumer Electronics Show. Hier werden auf mehr als 20.000 Quadratmetern die neuesten Entwicklungen präsentiert. Diese Messe wurde zum ersten Mal 1967 in New York veranstaltet. Mittlerweile ist sie die größte ihrer Art in Amerika. Auf über 17.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche tummeln sich 2.700 Aussteller, 140.000 Besucher und 4.000 Medienvertreter. Jede Erfindung, die auf dieser Messe zu begutachten ist, soll natürlich bei den Kunden ankommen. Aber was ist eigentlich eine Erfindung? In diesem Fall ein kleines oder elektronisches, praktisches Gerät. Oft auch aber einfach nur Krimskrams. Einige Erfindungen werden den Entwicklern geradezu aus der Hand gerissen. Andere interessieren niemanden. Das Online-Kaufhaus ThinkGeek verkauft nur die ausgefallensten Erfindungen. Darüber, was dem Kunden angeboten wird, entscheidet Chefeinkäufer Ty Liotta. Vieles von dem, was wir verkaufen, braucht man nicht unbedingt, aber man will es haben. Die Kunden haben Lust auf ein neues Produkt. Man sieht es, es ist cool und es steckt so viel Hightech darin, dass man es einfach kaufen muss. Seinen Sitz hat das unkonventionelle Unternehmen in Fairfax, Virginia. Bis zur Decke stapeln sich dort die neuesten und ausgefallensten Erfindungen, die selbst ungewöhnlichste Bedürfnisse befriedigen. Wie dieser Taschensynthesizer. Er spielt Rhythmen. Man kann alles Mögliche aufnehmen. Ein winziger Camcorder. Cooles Design. Er springt auf, ein sehr kompaktes Gerät. Oder sich anpassende Schraubenschlüssel. Wenn man die Griffe zusammendrückt, bewegen sich diese Punkte. Man bekommt mehr Kontakt. So etwas mögen wirklich nur Freaks. Ein Schweizer Messer für $1000, das größte der Welt. Es enthält 85 verschiedene Werkzeuge für mehr als 100 Anwendungen. Alles, was Sie bei einem Schweizer Messer jemals gesehen haben, dieses hat es. ThinkGeek sucht vor allem nach Produkten, die neu und nützlich sind. Dies ist ein USB-Hub in Form eines Motors. Schließt man ein Kabel an, wird es ziemlich laut. Das ist cool. Und was ist das? Der Gangschalter. Wahnsinn. Wenn uns etwas Ungewöhnliches auffällt, dann stürzen wir uns darauf. Aus vielen Entwicklungen entstehen solche verrückten Sachen. Es sind kleinere elektronische Versionen von Dingen, die mal groß und ziemlich teuer waren. Wie wäre es mit einem ganzen Büro in einem Aktenkoffer? Das ist ein Solarkoffer. Hier oben sind die Solarzellen. Damit kann man alle eingebauten Geräte aufladen. So etwas könnte man unterwegs brauchen. Ein grundlegendes Element könnte ein PDA sein. Das ist natürlich ein iPhone. Damit kann man sich Notizen machen, E-Mails empfangen und natürlich auch telefonieren. Wer es ein wenig kleiner haben will, greift vielleicht zu dieser PDA-Uhr. Mit einem Stift kann man wählen, telefonieren und Notizen machen.
Sie spielt Videodateien ab. Sie ist nicht so robust wie ein iPhone, aber ein nettes kleines Spielzeug. Nützlich ist vielleicht auch diese virtuelle Tastatur. Ein Laser projiziert die Tasten und man kann schreiben. Bei tragbaren Geräten mit einer kleinen Tastatur ist das wirklich sehr praktisch. Ein roter Laser wird durch eine Linse geschickt, die auf einer flachen Oberfläche das Bild einer Tastatur erzeugt. Ein Infrarotsensor erkennt die Bewegungen der Finger und sendet diese Informationen an einen Empfänger. Auch sehr praktisch ist dieser LED-Scannerstab. Man setzt ihn auf einem Dokument auf, zieht ihn herunter und der Text wird eingescannt. Er kann einige hundert Seiten speichern. Über einen USB-Anschluss werden die gescannten Seiten in den Computer übertragen. Aber vielleicht wollen Sie Ihre eigenen Dokumente erstellen. Dafür gibt es den mobilen Notizenscanner. Man kann den Clip an einem Blatt befestigen und dann braucht man noch einen speziellen Stift. Durch das Schreiben entsteht Druck auf der Mine und der aktiviert ein Funksignal, mit dem das Geschriebene zum Clip gesendet wird. Der Clip hat einen 2-Megabyte-Speicher und fasst bis zu 50 Briefseiten. Später können die Daten in einen Computer übertragen werden. Das Gerät erkennt auch Handschriften und überträgt diese. Sehr nützlich ist auch dieser E-Book-Leser. Er speichert bis zu 160 elektronische Bücher. Das ist viel. Wir müssen nur das Buch auswählen, das wir lesen wollen, und mit diesen Tasten blättern wir einfach weiter. Der Bildschirm besteht aus Millionen kleiner Kapseln, so groß wie ein menschliches Hartig ist. Darin befindet sich eine klare Flüssigkeit. Wird eine Kapsel negativ geladen, wird sie schwarz. Bei positiver Ladung wird sie weiß. Die Ladungen entstehen durch Magnetfelder. Erzeugt wird ein klares, kontrastreiches Bild, das man im Gegensatz zu konventionellen LCD-Anzeigen auch von der Seite gut ablesen kann. Für mobile Sprachaufnahmen ist dieser extrem dünne Rekorder sehr gut geeignet. Man kann bis zu 70 Stunden Anmerkungen aufnehmen. Dieses Gerät ist nur wenig größer als eine Kreditkarte. Man muss nur den Aufnahmeknopf drücken und dann hineinsprechen. Es nimmt alles auf, was man sagt. Hat man die Aufnahme im Computer gespeichert und zieht den USB-Stecker heraus, speichert er alles und man kann es später wieder anhören. Warum sich nicht mit ein paar Videos aus der iPod-Brille entspannen? Man nehme einen normalen iPod. Setze diese Brille auf und die Kopfhörer liefern perfekten Stereo-Sound wie aus dem iPod. Das menschliche Auge kann auf einem Schirm, der sich näher als 2,5 Zentimeter vor dem Auge befindet, nichts erkennen. In dieser Brille ist aber ein neuartiges System aus Projektoren, Linsen und Spiegeln eingebaut. Eine Diode im Bügel der Brille wirft das Bild auf ein LCD-Display. Das Licht wird durch Linsen verzögert. Dadurch erzeugen sie die Illusion eines großen Bildschirms, der sich etwa 1,20 Meter vom Betrachter entfernt befindet. Der sieht dann ein großes Bild. Aber Tai Liotta hat auch selbst etwas erfunden. Die perfekte Ergänzung zum Büro im Koffer. Hier ist unser WLAN-Detektor-T-Shirt, das ich entwickelt habe. Es erkennt WLAN-Signale in der Umgebung und zeigt sie an. Das sind Leuchtdioden, vergleichbar mit denen, die den Bildschirm eines Laptops beleuchten. Deshalb sind sie so dünn. Sein WLAN-T-Shirt ist ein echter Verkaufsschlager. Wer aber erstmal handfeste Erfahrungen mit einem Produkt machen will, bevor er es kauft, ist hier gut aufgehoben. Bei dieser Ladenkette in den USA können die Kunden jeden Artikel zuerst ausprobieren.
Wenn ich etwas nicht sehen, berühren und fühlen kann, dann weiß ich nicht, ob ich es kaufen will. Das Gute an diesem Laden ist, dass der Kunde alle Produkte erstmal testen kann. Wir haben einzigartige und neue Entwicklungen. Die Kunden wollen etwas, das sie noch nicht kennen und das sie jeden Tag benutzen können. In jedem Laden gibt es etwa 500 Artikel, die nur darauf warten, getestet zu werden. Dieses Gerät mag ich am liebsten. Es ist ein Multifunktionswerkzeug. Es hat eine Zange, einen Kabelschneider, ein praktisches LED-Licht. Auf der rechten Seite haben wir ein Messer, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen weiteren Schraubenzieher und eine kleine Säge. Es gibt aber nicht nur Praktisches, sondern auch Produkte zur Entspannung. Geräte mit beruhigenden Tönen. Klangtherapie-Sonnenbrillen und Massagesessel. Mit diesen Sesseln locken wir die Kunden eines Einkaufszentrums in unsere Läden. Wer müde ist und wieder fit werden will, setzt sich in einen Sessel, schaut sich ein paar Produkte an und geht wieder seines Weges. Ich kam vorbei und dachte, ja, den könnte ich mal ausprobieren. Ich drückte auf einen Knopf und schon ging das ganze Programm los. Mit ihren Produkten macht die Ladenkette einen Umsatz von mehr als $1 Milliarde pro Jahr. Aber die Gründer haben klein angefangen. Der pensionierte Ingenieur Pierre de Beaumont und seine Frau Dolan schalteten 1965 eine Anzeige in einer Zeitung und boten seltene Werkzeuge an. Schon bald nahm der Versandhandel immer größere Ausmaße an. Mittlerweile gibt es mehr als 300 Läden. Die Produktpalette reicht von so ungewöhnlichen Dingen wie dem stärksten Massagegerät zum sprechenden Fleischthermometer. Wir verkaufen nur Produkte, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie müssen das Leben der Kunden einfacher und natürlich auch angenehmer machen. Die Aufgabe, immer wieder neue Produkte zu finden, ist nie erledigt. Wir müssen immer wieder etwas Neues anbieten. Das erwarten die Kunden. Sie kommen nur wieder, wenn sie in unseren Läden etwas Neues sehen. Doch welche Erfindungen überdauern die Zeiten? Müssen sie uns trocken oder unsere Hosen geschlossen halten? Viele der zuverlässigsten Erfindungen entstanden aus der Not heraus. Das ist ein einfacher Korkenzieher. Diese einfache mechanische Vorrichtung hat den Lauf der Zeit überdauert. Korkenzieher haben eine faszinierende Geschichte. Ihre Entwicklung wurde inspiriert von Gewehren. Früher hatte man mit einem Draht Kugeln aus dem Lauf gezogen. So entstand die Idee für den Korkenzieher. Im 17. Jahrhundert wurden die Korken von Bier- und Weinfässern mit einem Korkenzieher entfernt. Heute gibt es pneumatische Korkenzieher. Wein wurde erst Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts in Flaschen abgefüllt. Und die Flaschen wurden dann mit Korken verschlossen, die ganz in den Hals der Flasche hineingeschoben waren. Seit es Wein in Flaschen gibt, braucht man auch Korkenzieher. Es gibt unterschiedliche Arten von Korkenziehern. Den Bohrer und die Schnecke. Die Schnecke besteht aus einer Metallspirale, die üblicherweise 5 Rundungen hat. Sie schlängelt sich in den Korken hinein und zerstört dabei nur sehr wenig Korken. Der Bohrer hat einen starren Schaft und wühlt sich in den Korken. Dadurch können kleine Korkpartikel im Wein landen. Ein guter Korkenzieher, so einfach er aussieht, muss gut verarbeitet sein, sonst zerstört er den Korken bloß. Das Culinary Institute of America in St. Helena, Kalifornien, beherbergt die wohl größte Korkenziehersammlung der Welt. Das Gebäude war früher die Weinkellerei eines christlichen Ordens.
1949 begann der Kellermeister Bruder Timothy damit, Korkenzieher zu sammeln. Seine ältesten Stücke stammen aus dem 18. Jahrhundert. Bruder Timothy wollte etwas über die historische Entwicklung des Korkenziehers erfahren. Und er wollte wissen, wie man eine Flasche Wein am effizientesten öffnet. Die Korkenzieher haben unterschiedliche Formen und Größen. Manche sind auch Krimskrams. Dieser Mönch schaut sehr andächtig und fromm. Aber unter seinem Kopf hat er einen Korkenzieher. Und das sind Taschenkorkenzieher. Man kann sie zusammenklappen. Mit manchen zieht man den Korken mit einem Finger heraus, bei anderen mit zwei Fingern. Und diese ist für Linkshänder. Die Schnecke ist in die entgegengesetzte Richtung gedreht, wie für einen Rechtshänder. Im späten 19. Jahrhundert war der Korkenzieher praktisch in jedem Multifunktionswerkzeug eingebaut, wie dem Vorgänger des Schweizer Armeemessers. Sehen Sie, es hat nicht nur einen Korkenzieher, sondern auch einen Hammer. Das ist ein Lineal mit einer Skala. Wenn Sie keinen Wein trinken, können Sie damit ein Haus bauen. Mit Korken waren nicht nur Wein, sondern auch Medizin- und Parfümflaschen verschlossen. Kaum zu glauben, dass es zu diesem Korkenzieher eine Weinflasche gegeben haben soll. Tatsächlich öffnete man damit Parfümflaschen. Das Sommeliermesser ist der wohl beliebteste Korkenzieher. Und natürlich wird es auch bei Weinseminaren im Culinary Institute benutzt. So benutzt man einen Korkenzieher. Zuerst braucht man das Messer, es sollte scharf sein. Schneiden Sie unter der zweiten Lippe der Flasche. Wenn Sie die Folie so entfernen, gelangt keine in den Wein. Dann drehen Sie den Korkenzieher genau in die Mitte des Korkens. Dann leicht ziehen. Und noch einmal. Lockern Sie den Korken mit den Händen, aber sehr vorsichtig. Und jetzt können Sie den Wein genießen. Doch die Tage des guten alten Korkenziehers sind vielleicht gezählt. Neuerdings öffnet man Weinflaschen mit Luftdruck. Seien Sie vorsichtig, denn der Druck ist sehr hoch. Die Zukunft des Korkenziehers ist ungewiss. Immer mehr Weinflaschen haben Schraubverschlüsse. Vielleicht ist dieses Werkzeug in 100 Jahren verschwunden. Das wäre schade. Während über dem Korkenzieher dunkle Wolken aufziehen, hat der Regenschirm im Laufe der Zeit standgehalten. Schon vor 4000 Jahren benutzte man in China Schirme, damals allerdings als Sonnenschutz. Erst später überzogen die Chinesen ihre Schirme mit Lack und Wachs, um sich damit auch vor Regen zu schützen. Im 16. Jahrhundert kam der Schirm nach Europa und schützte die vornehme Blässe kräftiger Damen. Schirme wogen damals 4,5 Kilo, denn der Überzug bestand aus schwerem Leinen und das Gestänge aus Walknochen. 1852 kamen Schirme aus Stahl auf den Markt. Das Gewicht sank und die Schirme wurden immer beliebter. Gary Durow kennt sich mit Schirmen aus, denn er besitzt die weltweit umfassendste Sammlung. Ich habe Hunderte. Es sind seltene Sammlerstücke und es gibt nur wenige Sammler. Einige seiner Stücke stammen aus dem 18. Jahrhundert. Und manche können mehr als nur vor Regen schützen, wie dieses Modell aus Deutschland. In Bezug auf ihre Mechanik sind sie alle Werkzeuge. Aber ich mag die am liebsten, in die noch etwas eingebaut ist. Das ist mein Lieblingsschirm. Im Griff aus Elfenbein ist ein Kompass eingelassen. Nimmt man den Griff ab, wird der Stock zum Fernrohr mit einer sehr guten Optik. Er wurde etwa zwischen 1780 und 1800 gebaut. Das ist ein französischer Gewehrregenschirm aus den 1880er Jahren. Nimmt man den Griff ab, kann man eine Patrone einlegen, vermutlich ein großes Kaliber wie bei einem Schrotgewehr. Damit spannt man das Gewehr und feuert. Man muss nur am Schlagbolzen drücken.
Diesen Schirm mag ich auch sehr gern. Er hat eine 1 Meter lange Schwertklinge, falls man sich mal verteidigen muss. In den Griffen der Schirme waren Trinkbecher oder Schnupftabakdosen eingebaut. Oder Mini-Handtaschen für Damen. Das ist der seltenste Schirm, der Dienerschirm. Der Diener steht im Regen oder der Sonne und die Dame steht darunter. Er wird so gehalten. Die Regenschirme wurden immer kleiner, hielten mehr Wasser ab, waren einfacher zu öffnen. In Zukunft sagt einem der Schirm vielleicht, wann er gebraucht werden wird. Es gibt Schirme mit Funkempfängern, die Wetterinformationen auswerten und leuchten, wenn Regen erwartet wird. Das größte Auf und Ab der Geschichte hat wohl der Reißverschluss erlebt. Zuvor wurden Kleidungsstücke mit Knöpfen verschlossen oder verschnürt. 1851 entwickelte der Erfinder der Nähmaschine, Elias Howe, eine geniale Alternative, die er automatischen Kleidungsverschluss nannte. Ein Reißverschluss schließt sich, wenn kleine Haken durch einen Schieber zusammengeführt werden. Aber zuerst waren Reißverschlüsse nicht besonders beliebt. 1913 ließ der schwedische Ingenieur Gideon Sundbeck eine verbesserte Version patentieren. Er hatte die Anzahl der Haken pro Zentimeter Band verdoppelt. Damit war der Reißverschluss, wie wir ihn heute kennen, geboren. Er besteht aus 2 entgegengesetzt angeordneten Reihen aus Haken mit Einkerbungen. Diese Reihen greifen ineinander, wenn der Schieber beide Reihen zusammenfügt. Jeder Haken wird in eine Einkerbung des gegenüberliegenden Stückes gedrückt und damit werden die Haken verriegelt. Mit Reißverschlüssen wurden zunächst Tabaksbeutel und Schuhe verschlossen. Seinen in den USA gebräuchlichen Namen Zipper bekam der Reißverschluss von einem Hersteller, der mit diesem Wort für seine neuen Schuhe warb. Durch ihn wurde in den USA noch ein weiteres Wort geprägt. Flapper, also Klappermädchen, hießen in den 1920er Jahren die jungen modernen Frauen. Sie arbeiteten, fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sie trugen diese Schuhe, deren Reißverschlüsse sie aber nicht immer ganz schlossen. Und deshalb klapperten ihre Schuhe auch, und zwar bei jedem Tritt. In den 1930er Jahren lief das Patent aus und zahlreiche Hersteller drängten in den Markt. Reißverschlüsse entwickelten sich vom reinen Verschluss zum modischen Accessoire. Heute findet man sie überall, an Taucheranzügen oder Handtaschen. Um einen Reißverschluss herzustellen, braucht man sehr präzise Maschinen. Sie müssen sehr genau sein. Manche Striche sind nur 0,2 mm voneinander entfernt. Liegt man nur ein wenig daneben, geht der Reißverschluss vielleicht auf oder er lässt sich nicht mehr öffnen. Dieser Hersteller in Los Angeles stellt viele verschiedene Reißverschlüsse her. Aber das Geschäft läuft nicht mehr ganz so gut wie früher. Wir sind einer der letzten Hersteller in den USA. Viele haben die Produktion nach China verlagert. Der Reißverschluss an Ihrer Hose stammt vermutlich aus einer solchen Fabrik in China. Allein hier werden pro Jahr fast 200.000 Kilometer hergestellt. In der Ruhmeshalle der Erfindungen, die die Zeit überdauert haben, hat der Reißverschluss seinen festen Platz. Hightech-Bastler wie Mike und Matt versuchen sich an immer neuen Erfindungen, auch mit künstlicher Intelligenz. You have left me open for too long. Close me now. Wo kommen all die Erfindungen her? Manche werden in Forschungsinstituten oder Ideenschmieden entwickelt. Andere werden in einer bescheideneren Umgebung geboren. In diesem chaotischen Keller in Baltimore träumt der selbsternannte größte Erfinder der Welt vom großen Geschäft. Ich habe etwa 200 echte Erfindungen gemacht. Bisher hat der 57-jährige Bühnenarbeiter aber keine seiner Erfindungen verkaufen können. Seinen Erfindungsdrang hat das jedoch nicht gebremst.
Ich habe keine Wahl. Ich fühle diesen Antrieb. Jeden Tag suche ich neue Ideen und ich finde sie überall. Es steht immer etwas im Regal, woraus ich was machen kann. Und dann lege ich auch schon los. Ich bin kein verrückter Professor, aber ich rieche Fantasie. Viele seiner Erfindungen benutzt er in seinem Job. Das ist mein Werkzeug. 4 in 1. Ein Rollgabelschlüssel, hier hinten ist eine Ratsche, ein Kreuzschlitz, ein normaler Schraubenzieher und man kann ihn am Gürtel befestigen. Er hat alles, was man braucht. Diesen Hammer kann man nach Gebrauch aufhängen, zum Beispiel am Werkzeuggürtel. Der aufhängbare Hammer. Das nenne ich den schnellen Helfer. Er ist magnetisch. Man kann ihn am Gürtel tragen. Das Klebeband fällt nicht heraus, sondern wird hier festgehalten. Das ist eine Schulterhalterung. Ich habe sie in meinem Job schon sehr oft benutzt. Besonders, wenn ich auf einer Leiter oder einem Dach arbeiten musste. Ein tolles Gerät. Man kann einfach weiterarbeiten und hat die Hände frei. Wenn ich den Bohrer benutzen will, brauche ich nur zu ziehen und wenn ich fertig bin, lasse ich ihn einfach fallen. Brent Farley hat immer neue Ideen. Ich hatte mal Probleme mit meinen Scheibenwischern. Sie flatterten herum und reinigten die Scheibe nicht. Ich entwickelte diesen zickzackförmigen Scheibenwischer. Er funktioniert immer. Das ist mein Flügelakrobat. Damit erlebt man die verrückteste Fahrt auf einem Skateboard. Das ist mein bügelnder Handschuh. Einfach die Hand hinein und los geht's. Man reibt damit über die Kleidung, auch am Kragen und an schwierigen Stellen. Der bügelnde Handschuh. Das ist das Modell meines speziellen Abfalleimers. Damit kann man sehr viel Müll sehr effizient wegwerfen. Man kann ihn leicht lenken, er ist sehr mobil und nutzt den Platz sehr gut aus. Ein kleiner Mensch kann damit sehr viel Müll transportieren. Manche Erfindungen benutzt Brent Farley auch zu Hause. Das hier verwende ich in der Dusche. Hier ist der höhenverstellbare Spiegel. Die Lampen befinden sich rechts und links des Gesichts. Man kann sich also sehr gut rasieren. An diesem Gestell hängt der Rasierapparat. Und jetzt ist er aus dem Weg. Ich kann das Handtuch herunterziehen und dann ist es aufgeräumt. Hier habe ich Zahncreme und Zahnbürste, alles in einem. Ich möchte nicht mehr ohne all das duschen. Meine Ideen entstehen, wenn ich etwas sehe, von dem ich glaube, dass ich es besser machen kann. Ich zeichne alles auf. Hier habe ich einige Zeichnungen. Von meinem aufhängbaren Hammer, Fingerhockey, eine Seifenblasenschleuder. Während Brent Farley einen echten Verkaufsschlager entwickeln will, denken am anderen Ende der USA, in dieser fast 300 Quadratmeter großen Lagerhalle in Berkeley, Kalifornien, ein paar Bastler über Entwicklungen nach, die unser Leben verändern könnten. Sie gehören dem Stupid Fun Club an, also dem Verein der fröhlichen Spinner. Aber ihre Ideen sind gar nicht so verrückt. Der Stupid Fun Club ist eine Ideenschmiede für Erfindungen. Unsere Geräte haben Persönlichkeit und wir wollen sie so benutzerfreundlich wie möglich gestalten. Man kann mit ihnen sprechen, sie sind Freunde. Die Maschinen reden miteinander und gehorchen ihren Befehlen. Mike Winter und Matt Sibiktroff erforschen die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine und bauen Geräte mit künstlicher Intelligenz. Sie enthalten eine Stimmerkennungssoftware, ein Spracherkennungssystem und können damit sprachlichen Befehlen folgen. Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while. Sehr gut, das war gute Arbeit. Das ist unser Kühlschrank, Mr. Cool. Um ihn zu öffnen, müssen wir mit ihm reden. Cool? Log in by stating your first name. Mike. I'm Mike, how are you? My wish is your command. Maybe. Öffnen. Opening door. Mike. Recalibrating. Die intelligenten Anwendungen haben aber auch Persönlichkeit. Das schmeckt sehr gut. Was denkst du? Time is up, Mike. You have left me open for too long. Close me now.
Oh, Entschuldigung. So besser? If you think I have time to spare, think again. Logging you off now, Mike. Ich rede lieber mit der Mikrowelle. Sie ist viel netter als du. Hotzi? Give me your name. Mike. Great to see you, Mike. State of command. Der Vorteil dieser intelligenten Anwendungen ist, dass sie einen kennenlernen. Sie brauchen ihrem Fernseher nur zu sagen, was sie sehen wollen, und er findet das richtige Programm. Sie brauchen keine Bedienungsanleitungen mehr. Nehmen Sie die Anwendung mit nach Hause, und alle Ihre Geräte sind Ihre Freunde, und sie freunden sich untereinander an. Der Stupid Fun Club denkt aber nicht nur über einzelne Geräte, sondern über vernetzte Haushalte nach. In Zukunft wird jedes Haushaltsgerät intelligent sein. Die Geräte werden sie kennen und wissen, was sie zu tun haben. Diese Tür zum Beispiel wird sich selbstständig öffnen und sie vor Regenwetter warnen. Sie würde auch erkennen, ob jemand unerlaubt eindringt. Mit diesem Messer schützen Sie Ihre Finger. Sie befehlen, etwas zu schneiden, und machen in der Zwischenzeit etwas Wichtigeres. Das ist Knifey, unser automatisches Messer. Wir wollen heute eine Banane schneiden. Ich lege sie auf die Ablage, dann muss ich mich mit einer Karte einloggen. Ich wähle die Scheibendicke und fange an. Knifey ist schon sehr innovativ. Aber Partybot kann noch viel besser mit Menschen umgehen. Wenn Ihre Party langweilig ist, holen Sie diesen Roboter und stellen ihn auf den Boden. Er fährt zu den Leuten, spielt ihnen Musik vor und fordert sie zum Tanzen auf. Mit seinen Sensoren kann er feststellen, wie weit die Leute voneinander entfernt sind und ob sie sich bewegen. Die Bilder seiner Videokamera können Sie mit dem Internet in die ganze Welt versenden, damit jeder sieht, wie viel Spaß Sie haben. Aber nicht alle Entwicklungen des Stupid Fun Club sind so friedlich. Ich weiß alles über Materialkunde, denn bei solchen Kampfrobotern muss man hart sein oder man stirbt. Das ist eine Titanklinge. Hier der größte Motor, den ich finden konnte, und die stärksten Batterien. Er verbraucht so viel Strom wie ein ganzer Haushalt. Ich weiß alles über Motoren, Steuerungen und Rechner und wie man sie effektiv baut. Mike Winter entwickelte seine Fähigkeiten, als er an einer anderen Erfindung des Stupid Fun Club gearbeitet hat. Das war mehr ein Experiment. Wir wollten wissen, wie Menschen auf einen Roboter mit einem eher erotischen Ansatz reagieren würden. Moonbot hat erogene Zonen und die Leute sollten sie befummeln. Und wenn man sie befummelt, wird sie erregt, ähnlich wie bei einem Orgasmus. Sie mag das wirklich. Sie ist erregt. Moonbot ist unser Experiment. Sie hat keine vorgefertigten Einstellungen. Wir bauen Roboter mit Persönlichkeiten. Wir wollen eigentlich verstehen, wie Menschen und Maschinen ganz einfach miteinander reden können. Ist diese 40 Stundenkilometer schnelle Couch die Zukunft der Fortbewegung? Das ist ein Dreisitzer aus einem Lieferwagen, den ich aus Versehen hier vergessen hatte. Wir haben einfach ein paar wirklich starke Motoren eingebaut und fahren jetzt damit herum. Nun müssen wir nicht mehr zum Kühlschrank laufen. Das ist das Wesen unseres Clubs. Aus den Entwicklungen des Clubs werden vielleicht einmal Produkte, um die sich Industrie und Kunden reißen. Kunden scheinen immer auf der Suche nach den neuesten Produkten zu sein. Ein Mann aber sammelt all die Produkte und hat damit sein Haus in ein Technikmuseum verwandelt. Immer die neuesten Spielereien zu kaufen, kann Spaß machen. Aber es kann auch zur Sucht werden. Menschen, die als Erste in der Schlange stehen, könnte man Frühanwender nennen. Der Unternehmer Stephen Jones aus River Forest in Illinois ist dabei besonders leidenschaftlich und hat sein Haus in ein Technikmuseum verwandelt. Ich bin ein Frühanwender. Manchmal glaube ich, ich bin der König der Frühanwender. Deshalb nenne ich auch mein Museum so. Es ist ein faszinierendes Hobby, mit dem ich den Überblick über die Dinge behalten will, die ich mal benutzt habe. Ich versuche, etwas von der Technologie, mit der wir zu tun hatten, zu erhalten. Fast alle Geräte seiner Sammlung hat er selbst benutzt. Und es sind Hunderte.
Das ist einer meiner Schaukästen. Damit behalte ich den Überblick über die kleineren Geräte. Das ist der erste MP3-Player von einer Firma namens Rio. Er konnte nur etwa 17 bis 20 Lieder speichern, aber man sah schon, was noch kommen würde. Der Wahn um den iPod fing damit an. Das war kein großer Erfolg. Ein Minidisc-Player. Er sollte die nächste Generation der CD einläuten. Dieser hier wurde etwa 1998 gebaut. Hier sind tragbare Spiele. Das ist ein Original Game Boy, den viele, die in meinem Alter sind, noch aus ihrer Kindheit kennen. Ich habe 6 Generationen von Game Boys. Das Ding hat sich ganz schön entwickelt. Das war der Beginn der tragbaren Spielkonsolen. Durch die rasante technische Entwicklung waren viele Geräte schon veraltet, noch bevor sie in die Läden kamen. Das ist meine PDA-Sammlung. Die wurde schnell von Handys abgelöst. Hier ist nur ein kleiner Teil meiner Handysammlung. Viele haben so etwas noch vor kurzem benutzt. Sie in einem Glaskasten zu sehen, ist dann ganz amüsant. Seine Sammlung ist so riesig, dass der größte Teil davon in seinem Keller eingelagert ist. Ginge es nach seiner Frau, sollte er alles verkaufen. Das Zeug nervt ganz schön, denn ich bin diejenige, die versucht, die Sachen so zu lagern, dass wir uns in unserem Haus noch bewegen können. Wegen dieses Gerätes habe ich angefangen zu sammeln. Das ist eine Timex Data Link. Man konnte Informationen von einem Computer auf die Uhr übertragen. Ich habe sie für etwa $90 gekauft. Ihr jetziger Wert? Null. Viele glauben, heute sei das goldene Zeitalter der Technik. Aber das ist nichts im Vergleich zu den 1920er Jahren. Es war eine Zeit des Wirtschaftsaufschwungs. Immer mehr Menschen konnten sich solche Massenprodukte leisten. Und durch ihre Menge waren die Produkte auch billiger. Außerdem hatten viele Haushalte schon Strom. Bis 1929 verdreifachte sich die Zahl der amerikanischen Haushalte, die an das Stromnetz angeschlossen wurden. Die Verbreitung von Energie und Technologie war eine Revolution. In den 1920ern waren die meisten Entwicklungen natürlich für die Küche. Das waren Erfindungen wie die Kaffeemaschine, das Waffeleisen, Mixer, Ventilatoren, aber auch Haartrockner oder Rasierapparate. Allen voran jedoch das elektrische Bügeleisen. Das elektrische Bügeleisen durfte in den 1920ern in keinem Haushalt fehlen. Es bügelte so viel leichter als die alten Geräte aus Gusseisen, die im späten 19. Jahrhundert aufgekommen waren. Man brauchte es nur einzustecken und schon war man startklar. Auch sehr beliebt damals war der Toaster. Dieses Modell toastet 4 Scheiben. Man muss nur hier öffnen und die Scheiben hineinlegen. Die gab es damals in vielen verschiedenen Ausführungen. Zum einen, weil die Entwickler Patentverletzungen aus dem Weg gehen wollten und zum anderen, weil man sie stetig verbesserte. Die moderne Küche entstand in den 1920er Jahren. Alles, was wir heute in einer Küche haben, gab es mit einfacherer Technik damals schon. Die einst radikalen Neuheiten sind heute Museumsstücke, wie die Artefakte aus Stephen Jones' Sammlung. Immerhin hat er aus seiner Leidenschaft ein florierendes Internetgeschäft gemacht. Mein Partner und ich hatten die Idee für TechLore, ein Internetforum, in dem Leute, die bestimmte Geräte besitzen, erfahren, was sie damit machen können. Ron Rapking entwickelte die Seite aus Frust über seine eigenen Geräte. Jemand, der sich mit einem bestimmten Gerät nicht so gut auskennt, findet auf unserer Plattform Antworten für sein Problem. Ich kann zum Beispiel die Stichworte iPod und gefroren eingeben. Und dann kommen Vorschläge, wie man einen eingefrorenen iPod reparieren kann. Ich bin glücklich, dass ich aus meinem Hobby und meiner Sammelleidenschaft ein Internetgeschäft aufbauen konnte. In diesem Internetforum hat meine persönliche Sammlung schon vielen Menschen geholfen. Aber die alten Geräte, die Stephen Jones sammelt, sind für ihn auch ein Ausblick in die Zukunft. Das hier ist ein gutes Beispiel. Es ist ein kleiner Roboter. Viele halten ihn für ein einfaches Spielzeug. Betrachtet man aber die Technologie, die Sensoren und Motoren, die eingebaut wurden, dann ist das ein klarer Hinweis auf die Zukunft. Die Zukunft ist vielleicht schon näher, als wir denken.
Die elektronischen Diener, von denen wir immer nur geträumt haben, stehen vielleicht schon vor der Tür. My name is Gats. Uns wird eine immer rosigere Zukunft versprochen. Science Fiction, Weltausstellungen und visionäre Ingenieure haben uns immer mit ihren Vorstellungen eines Lebens gequält, in dem uns Geräte die Arbeit abnehmen. Ein technologisches Utopia. Das technologische Utopia bedeutet, dass man für jedes nur denkbare Problem eine Maschine kaufen kann, die das Problem löst. Jahrzehntelang entsprachen aber die Möglichkeiten der mit technischen Helfern überfüllten Häuser bei weitem nicht den Erwartungen. Ein typisches Beispiel ist das revolutionäre Dymaxion-Haus des Architekten und Ingenieurs Buckminster Fuller. Der Prototyp steht heute im Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan. Das Markenzeichen ist der runde Grundriss und die Kuppel. Für Fuller war das Dymaxion House die Lösung für ein Kernproblem nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Knappheit an Häusern. Die Produktion sollte ähnlich ablaufen wie der Bau von Kampfflugzeugen. Das gesamte Haus war eigentlich eine Apparatur, angefüllt mit allen möglichen Geräten. Das ist die offensichtlichste technische Spielerei in diesem Haus. Das schwenkbare Regal. Man drückt auf diesen Knopf und findet dann, was man braucht. Man nimmt es heraus und kann weitermachen. Fullers Haus war auf jeden Fall originell. Aber die heimkehrenden GIs wollten lieber traditionelle Häuser. 1957 lieferte das Haus der Zukunft in Disneyland einen faszinierenden Ausblick. Atomar betriebene Kühlschränke und Ultraschallgeschirrspüler blieben aber nur Visionen. Zukunftsforscher konkretisieren nicht genau, was passieren wird. Ihre Vorhersagen über die Entwicklung der Gesellschaft sind fast immer falsch. Man hatte diese Küchen der Zukunft vorhergesagt, aber mittlerweile gibt es keine Frauen mehr, die in so einer Küche stehen wollen. Zukunftsvisionen sind oft falsch, denn die technischen Spielereien sind eher verrückt als praktisch. Wie der Raketenrucksack. Er würde innerhalb weniger Sekunden eine Unmenge Treibstoff verbrauchen. Und es gibt noch einen Grund, heute nicht damit zu fliegen. Den Raketenrucksack gibt es aus folgendem Grund nicht. Als einziger damit zu fliegen, ist eine schöne, wenn viele damit fliegen, eine schreckliche Vorstellung. Viele Visionen einer besseren Zukunft beziehen sich auf Roboter. Wann kommen sie? Statt humanoiden Robotern wie Rosie wird es Geräte geben, die ein bestimmtes Problem lösen. Und das werden sie dann gut machen. Ein gutes Beispiel dafür ist Looch. Er reinigt Dachrinnen. Man legt ihn nur in die Dachrinne. Er wird mit einer Fernbedienung gesteuert und er entfernt sämtliche Blätter. Aber wenn Roboter der Schlüssel für eine bessere Zukunft sind, dann dienen sie uns nur, wenn wir uns mit ihnen verbinden. Na gut, bis es einen besseren gibt. Wie alt bist du? Ich finde, mit einem Roboter zu sprechen, ist natürlicher, als mit einer Tastatur zu schreiben. Bis diese fantastische Zukunft anbricht, wird unsere Beziehung zu den technischen Spielereien von ihrem kommerziellen Erfolg bestimmt. Der Markt entscheidet über die Zukunft. Und mit ein bisschen Glück stammt eine dieser verrückten Erfindungen aus dem Keller von Brand Farley. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich eine Idee verkaufen könnte. Sehr glücklich.